So, jetzt sind wir zurück in der ESL Thinkfast Razor League, der zweiten Tag der Gruppenphase im Spiel zwischen Genuine Dota und Wolves 5, die Seahawks genannt haben, aber laut Plan Wolves 5 sein sollten und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass wir auch Wolves 5 vor uns haben. Der zweite Tag. Letztes Mal habe ich noch behauptet, wenn hier eine Gruppenphase aus vier Tagen, weil wenn in der Gruppe 5 zusammen sind, klingt es halt relativ sinnvoll, dass es vier Spiele braucht, aber da halt nicht jeder jeden Tag gegeneinander spielen kann, immer halt nur aus einer Gruppe mit fünf Personen, fünf Teams können halt immer nur zwei Matches sein und einem es aussetzen, dementsprechend gibt es 5 Tage. Dementsprechend 2 von 5 hier in der Gruppenphase. Die besten 8 Teams kommen weiter. Genuine gegen Wolves 5 befinden sich hier in der Gruppe C. Genuine ist zurzeit auf dem letzten Platz. Ne, die haben noch nicht gespielt, ne? Ja, Genuine hatten bisher noch nicht gespielt. Wolves 5 haben zum einen Mal verloren gegen TT, soweit ich mich daran erinnern kann. Ja, somit Wolves 5 müssen hier zeigen, was sie drauf haben. Und Genuine können mal endlich zeigen, was sie auch drauf haben, denn sie haben bisher noch nicht so viel zu tun gehabt. So, das ist doch jetzt hier schon ein bisschen besser. Ups. Mikro im falsch rumhalten ist super. Auch wenn es kein Stereo oder Mikrofon mit gerichtetes ist, aber voll hinten reinsprechen ist doof. Void Bun und ein Viper Bun und ein Razor Bun. Somit fehlt noch die Death Prophet. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber naja. Kann auch noch ziemlich viel anders sein. Skyrath Mage, obwohl der ein bisschen abgefallen ist, durchaus noch andere Dinge, die ihnen noch einfallen. Ja, aber ich rechne mal mit einer Death Prophet. Ansonsten, wir haben in der Liga, so, und wieder zurück. Also mein OBS hat gerade gesagt, ja, also zweimal, ja, deine Grafikkarte ist gerade aus dem System verschwunden. So ein, nee, ich spiele gerade noch Dota, also so ganz weg kann sie ja nicht sein. Außerdem hat es halt vorher gesagt, es hat die Verbindung verloren, obwohl ich halt noch eine Verbindung hatte. Alles super, alles super. So. Also, was haben wir hier? Wir haben Death Prophet und Titaner tatsächlich, die doch durchgekommen ist. Also, Brewmaster sind ziemlich guter Bann dagegen. Aber dass die Death Prophet da noch durchgegangen ist, überrascht mich halt auch so ein bisschen. Aber, Death Prophet Titaner ist ziemlich scary, was Wolves 5 hier auspacken. Denn Dota geht mit dem Standard Ogre Mage, Ogre Magier First Pick. Und Skyrath Mage noch dazu. Somit schönes Support-Duo. Ja, gefällt mir. Schönes Support-Duo. Doch ein bisschen laut hier irgendwie. Habe ich so das Gefühl, von daher gehe ich mal auf 60% Mikrofon-Lautstärke runter. Mal schauen, inwieweit das, keine Ahnung, Feedback könnt ihr mir natürlich wie immer geben. Jakiro Bun ist so ein bisschen gegen Teamfight natürlich. Und Centaur Bun ist ein sehr, sehr guter Pick hier, ein Ban von Wolves 5. Haben sie auch auf jeden Fall die offensichtlichen Kombos gesehen. Zum einen ist es einer,
ja, nicht unbedingt der beste Hero, um eine Bloodlust zu machen, aber der Movement Speed ist halt sehr, sehr interessant für einen Centaur. Zum anderen ist halt natürlich die offensichtliche Combo Mystic Flare mit Stomp. Ist sehr stark, sehr früh im Spiel. Ab Level 6, ähnlich wie der Void. So eine abgespeckte Version der Void-Scareth-Mage-Combo von früher. Und daher schön mitgedacht. Was anderes, was wir noch haben könnten, sind prinzipiell jetzt hauptsächlich Carries, die so fett werden. Doom wäre eine Möglichkeit gegen Tidehunter, klar. Auch gegen Death Prophet vor dem Exorcism, was aber schwierig werden sollte. Gehen ja auf jeden Fall zum einen gegen den Cent, um ja, weder den Disengage zu haben, noch um frühe Kombos zu haben, um zu stompen. Weil das wäre ziemlich fatal für Wurfs 5-4. Sie haben Teamfires, was sehr stabil ist, was mit dem Tidehunter und dem Death Prophet ziemlich late gehen kann. Von daher wollen sie auf gar keinen Fall, dass sie irgendwie durch irgendeinen Mid- oder Early-Game-Lineup ziemlich schnell weggesnowballt werden. Und der Doom hat auch generell, um den Teamfight rauszubekommen. Der Wraith King sorgt ein bisschen dafür, dass der Lineup mehr grün ist. Zum anderen halt aber auch sehr tanky. Und jetzt haben sie halt auch was, was vorne reingehen kann. Initiaten, ja. Aber halt auch einen Carry, der halt immer da ist und sich erstmal keine Gedanken machen muss, solange sein Team hinter ihm ist. Und das ist doch durchaus schwierig, dagegen zu begegnen. Durchaus, durchaus. Clockwork. Also Clockwork ist einer... Bin mir jetzt so langsam, denke ich mal, dass Genuine halt dann sehen, okay, Late Game wird das Ding keine Chance. Wir müssen irgendein Midgame Lineup auspacken und hier richtig gute Lanes haben und richtig, naja, richtig klotzen. Das ist halt so, was sie machen müssen. Und zum anderen wäre da, also Clockwork Scarif Mage ist halt eine Combo neben dem Centaur, die besser funktioniert und die halt ähnlich gut funktioniert. Aber halt auf jeden Fall dieses Midgame-Fighten, was sie halt unbedingt haben müssen. Eventuell könnten sie hier noch sowas wie einen Silencer picken als Carry, einfach um den Scary Teamfight zu begegnen. Zum anderen rechne ich jetzt Carry irgendwas, was fighten kann, entweder eine Luna oder einen Spectre auf Fighting-Build. Vielleicht eine PA wäre hier durchaus sinnvoll. Auf jeden Fall müssen sie sowas tun. Visage ist da schon mehr Richtung Early-Mid-Game-lastig gepickt. Wolves 5 brauchen hier auf jeden Fall Teamfight im Mid-Game und Early-Game, um sie da halt irgendwie was zu leben. Brauchen starke Lanes. Wraith King Visage ist schon... Wraith King, ja, die Lanes von Wolves 5 sind so... Viel stärker kann man das nicht machen. Wraith King Visage und irgendwas mit noch... Initiations dann hinzu. Wobei Slow von Visage eventuell schon ausreichen sollte, der Grave Chill hier. Aber extrem scary Lanes von Wolves 5. Richtig fettes Lineup. Und Genuine Dota versuchen hier so viel Snowball und Midgame Possibilities zu werfen wie möglich. Puck ist dann ein sehr guter Pick für. Das stimmt schon. Die Frage ist, ist es genug? Und sie müssen das Ding halt wirklich schnell gewinnen. Klar, Puck kann ein bisschen scalen. Clockwork bisschen, ja. Aber ansonsten ist halt Late Game nicht so viel Potenzial. Lifestealer wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen. Luna PA wäre halt noch das Ding. PA durchaus mit den Clockwork Cogs könnte das ganz cool sein, dass die Leute nicht weg können. Aber ja, auch eine PA braucht dann halt sehr früh ein BKB. Ist außerdem ein Exorcism-Problem. Ja, vielleicht auch nicht optimal. Luna könnte eventuell zu squishy sein und ist sehr, sehr, sehr BKB-dependent in dem Game. Denn Ravage, Wraith King, Stun, Focus, Fire sollte sie nicht überleben. Und es sind dann auch die Familiars. Familiars sind wiederum ganz gut gegen den Clockwork, denn er kann die Hooks dodgen. Ähnlich wie man das mit Mirano Arrows machen kann. CM, ja. Hat irgendeinen Support-Komplex hier von Wolf's Hive, der ganz gut ist. Es sind ziemlich viele Möglichkeiten. Ist auch noch sowas wie ein Sand King drin. Etwas, was den Dschungel nutzen kann. Ist ein Kottel oder keine Ahnung was dabei. Von daher haben sie hier wirklich die Auswahl. Aber
Tja. Genuine, das bin ich jetzt gespannt, was sie für ein Carry picken. PA würde gut reinpassen, aber ich weiß nicht, ob sie eben gegen die Death Perfect so gut funktionieren würde. Luna wäre squishy. Morphling, Spectre. Muss man sehen, ob sie vielleicht eine Form Protect One mit einem Spectre machen oder sowas. Einfach um Ultralight gehen zu können oder sowas. Und mit einem Gyrocopter. Das ist tatsächlich ein Wraith King Support. Gyrocopter. Muss man sehen. Wenn der Offlaner hier, was der Clockwork sein wird, schlecht steht, könnte es schon schwierig werden, aber ich glaube, das sollte okay sein. Die Initiation besteht, soweit ich es sehe, hier aus dem Grave Chill. So. Grave Chill, um den Stun vom Wraith King treffen zu können. Und dafür, also. Ja, das sollte eigentlich nicht reichen, dass er da vorher die Cox machen kann. Auch der Stun hat ein bisschen Zeit, wo er fliegen kann. Da können die Cox rauskommen und dann kommt der Gyra halt nicht für die Rocket Parage dran. Und dann sollte der Clockwork eine angenehme Lane haben. Auf der anderen Seite Tide Hunter, ja, Scarif Mage Ogre würden, glaube ich, gerne rotieren. Und wir werden im Carry sehen, ob er die halt raushalten kann. Ja, Reserve Time 0-0. Na, ja, vielleicht wäre das so ein Random von Gyrocopter? Not sure. Einige Reconnects und Disconnects. Aber alle sind jetzt wieder drin. Tja. Bin sehr gespannt, was sie da picken und ob es rausreicht. Mirana, oh, ein Anti-Mage. Das ist gar nicht mal so doof. Also, ziemlich schlau sogar. Weil Anti-Mage wird sehr schnell sehr fett. Klar, es ist nicht ultra der Late-Game-Hero. Denn der ist halt sehr schnell six-slotted und wird dann nicht mehr mehr. Aber genau das ist halt, was sie brauchen. Irgendwas, was halt schnell fighten kann. Und was halt auf 4 Protect One, wo halt das auch funktioniert. Und sie brauchen, was weiß ich, Protect One brauchen sie ja nur 20 Minuten. Ja. Also, Wolf's Five haben ein sehr, sehr scary Team. Starke Lanes. Und durchaus eine Dominanz, wenn sie gut abziehen. Aber Genuine Dota haben hier die Möglichkeiten. Und wenn, sie müssen halt jetzt liefern, das stimmt schon. Aber mit dem Anti-Mage haben sie, glaube ich, die richtigen Mittel, um da auf jeden Fall die Möglichkeiten zu haben, das Ding jetzt auch zu holen. Naja, vom Draft her würde ich das jetzt mal als Even bezeichnen, wenn alles so funktioniert, wie es ist. Auf der Seite von Genuine Dota haben wir Zograph, der auf der Offlane den Clockwork nimmt, Bierman Pick und Jydra auf dem Scarif Mage Ogre Magier auf den Supports, Mastermind in der Mitte auf dem Pack und zu guter Letzt Zu auf dem Anti-Mage. Auf der Seite von Wolf's Five, wenn man Titan in der Top-Lane geht, vielleicht sehen wir hier doch eine Aggressive Tri-Lane, die, glaube ich, auch ziemlich gut funktionieren würde. Ist doch so klassisch Aggressive mit Visage und Wraith King. Von daher, tja, Ice Gluck auf dem Titan Hunter. In der Mitte haben wir eine Death Prophet gespielt von June und so geht's die Aggressive Tri-Lane von Mickey Now auf dem Wraith King, BFCS auf der Visage und El Buffalo Fakir auf dem Gyrocopter. Aggro 3 gegen Teammate sollte eigentlich relativ gut funktionieren. Das ist halt die Möglichkeit, wie man eben genau das abhält, dass ein Anti-Mage halt einfach alles übernimmt und dann unstoppbar wird. Nachher, ja, wenn Wurst 5 hier früh die Lane unter Kontrolle bekommen und den Anti-Mage ein paar Mal töten, könnte das eventuell sogar schon vorbei sein, das gesamte Spiel. Weil Anti-Mage und, also Anti-Mage, rotierende Supports und natürlich auch ein bisschen der Clockwork sind das Rezept zum Gewinnen hier für Genuine Dota. Und wenn das in Aggressive Trident auseinanderfällt, dann sehe ich hier schwarz. Wolf's Five auf der anderen Seite sind ein bisschen besser. Sie haben einen Titan da auf der Solo-Lane, der auf jeden Fall okay sein wird. In der Mitte die Krobelus ist auch okay. Wird ihren Farm bekommen. Und allein diese beiden Helden sind so starke Playmaker, dass sie prinzipiell hier die Trident wegwerfen können und noch nicht wirklich weit zurück sind. Meiner Meinung nach. Was halt Genuine tun können, sind natürlich Harrison. Die Orbs sind dafür perfekt. Außerdem können sie pullen, was hier direkt mal versucht wird. Und halt somit zumindest gucken, dass sie die Lane unter Kontrolle bekommen. Wie sieht es mit der Region aus? 2 gepoolte Tangos. Da kommen die Tangos auch her. Und eine Salve. Das ist nicht so viel Regen. Aber es ist ja nur noch eine Clarity auf dem Scarif Mage.
Die Lane wurde jetzt gepullt. Nur zum Teil, was halt ganz gut ist, weil sonst würde das Camp halt einfach nur die Wave pushen. Sehr aufpassen, dass sie vielleicht nicht unterbrochen werden hier von dem Ganzen. Und dann kann der Anti-Match erstmal drunter farmen. Stun kommt raus, aber kein Follow-up. Ich meine, ein Hit. Hat sich dann direkt gesehen, ups, nope. Wollen wir nicht, aber dann eins dann ist noch drin, außer zwei Clarity das dafür. Dann schauen wir uns mal die anderen Nains an und machen mal die Last jetzt auf. Wir haben Zugraf gegen Eisglack. Ich hoffe, das ist Eisglack. Was, dass der nicht von den Cox zurückgepusht wurde? Oh, die beiden Cox hier waren das. Und die haben leider die Creeps zurückgepusht. Hatte der Titan da doch ein bisschen Glück gehabt. Sonst wäre er relativ schnell out of Mana. In der Mitte haben wir Pack, die Last jetzt Charts doch ein bisschen anführt gegen die Krobelus. Die Frage ist halt, wie weit er die Crypt Swarms dodgen kann. Sollte er dann eigentlich okay sein, denn sonst ist der Harris ziemlich stark, den hier die Krobelus raushaut. In der Bottomlane haben wir jetzt beide Seiten, die aggro gehen und nicht mehr gepult wird und um sich hier im Heer stehen. Und Mastermind holt natürlich den First Blood. Na toll. Hab schon gedacht. Aber gut, ja, das geht natürlich auch auf andersrum. Krobelus wenig Escape, ohne Boots. Lässt Set of Last jetzt und das Einzige, was halt die Krobelus hat, ist halt der Crypt Swarm, der doch relativ einfach dodgebar ist. Ja, ja, schön gemacht. Auf der Bottomlane geht es jetzt hier Go. Auf den Gyrocopter, der sollte down gehen hier. Aber Rocket Barrage macht noch erst ein bisschen Damage, aber geht dann hier down. Und eventuell kriegen sie hier noch den Wraith King, den sollten sie sogar bekommen. Aber allerdings sollte der Anti-Match auch aufpassen und vielleicht jetzt wegblinken. Nein. Ist okay, nimmt eine Salve. Schön gemacht hier die Initiation und 3:0 für Genuine. Und es ist genau das, was sie machen müssen, um das Spiel hier zu gewinnen prinzipiell. Natürlich, Kills machen 3:0, ist immer gut zum Spielgewinn. Aber das ist halt auch der Punkt, dass sie halt so ein bisschen auf dem Backfoot waren und genau das ist halt, ja, das, was sie machen müssen. Schön aber auch hier zu sehen, dass im Prinzip der Plan funktioniert. Obwohl es jetzt nicht der Plan war, eine Arco-Trailand zu haben, ist doch das Support-Duo relativ stark dafür. Und auch zu sehen, dass die Leute, die snowboarden sollen, nämlich Pack, das auch einigermaßen tun. Death Prophet wird sich hier von dem Kill nicht so sehr geschlagen geben, aber trotzdem ein bisschen Setback für sie und halt immer noch der Pack, der dadurch ein bisschen fetter wird. Clockwork ist bei 16:7 Last jetzt gegen 10:1. Ach Gott, damit ist ein Schatz sich hier ein bisschen zu weit in den Dschungel gewagt. Hat sich dafür bezahlt. Aber was mich halt auch überrascht, ist, dass der Clockwork hier die Lane anscheinend gegen die Titan da gewinnt. 18:7 gegen 11:1 gegen Anchor Smash. Auch einen Punkt im Gush. Was mich überrascht, was aber wahrscheinlich für Solo-Killing-Potential da ist. Ja, überrascht mich halt generell. Die Denies nicht unbedingt, aber halt auch die Last jetzt einfach. 11:1. Das ist gegen Anchor Smash schon ganz schön eine Weile. Und jetzt kommt halt die Rotation vom Pack. Könnten sie den Kill bekommen? Sollten sie bekommen. Schöne Cox und das Besiege des Schicksals Tidehunters. Schön gemacht hier vom Mastermind. Der so gut gegen hat, dass selbst ich nicht gesehen habe, weil ich unbedingt auf CS achten musste. Naja, passiert schon einiges hier. Und mit den 2:0 auf dem Park wird er jetzt wahrscheinlich erstmal natürlich Portraits gehen und danach halt einen frühen Blinkdagger schon haben. Clockwork außerdem mit dem Kill. Es hat jetzt zwar aus Out of Mana, aber hat erstmal so ein bisschen Vorteil auf der Lane. Portraits sind halt schon da. Titan da ist erstmal nichts, wird wahrscheinlich auf Mana Boost First gehen. Wie das halt so ist. Hat außerdem. Ach Gott, damit. Wird hier gedived. Scarlet Mage geht down. Von der Sword ist schon, aber Wraith King bezahlt damit auch noch. Wurde schon gestunt und jetzt könnte es das Problem sein, dass die Visage da nicht wegkommt. Sonst sollte gegen den blinken Anti-Mage auch keine Chance haben, wegzukommen. Kein Mana auf dem Ogier-Magier, aber Bloodlust ist noch da für den Movement Speed und jetzt muss tatsächlich aber der Anti-Mage aufpassen. Richtig schön im letzten Moment da zurückgegangen. Sonst hätte er da noch sehr, sehr schnell die Rocket Barrage ins Gesicht bekommen und den Kill. Ich sag's mal so, ich wäre weitergelaufen. Die Situation hatte ich anders eingeschätzt, dass er da noch den Kill bekommen hätte können. Aber eine Rocket wäre eventuell. Ja.
Nicht sicher, Magical Damage 80 mal. Ah, das hätte sogar gereicht, also. Ich habe keine Rocket gesehen, ich glaube, es kam auch keine. Aber es wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen, hier eine Rocket zu schießen. Na, Death Prophet scheint die Region zu bekommen. Und Pack muss sich damit geschlagen geben, eventuell hoch die Bounty Rune zu holen. Aber nichtsdestotrotz, vom Farmchart ist doch der Pack halt weit vorn und besonders der Clockwork mit 32 CS schon. Das ist einiges. Die Demoted wird jetzt und versucht jetzt zu DPen. Ah, nope, nope, nope. Much Damage von Rose 5. Jetzt immerhin 7:2, aber Pack ist da. Guckt jetzt erstmal, dass er alleine den Gyrocopter bekommt. Und ich glaube nicht, dass er den... Ah, im letzten Moment noch gerade so. Und wunderschöner Illusory Orb natürlich, um halt auch noch die Visage zu bekommen. Double Kill für den Pack hier. Der damit langsam out of control kommt. Power Shots und 1000 Gold nach 7 Minuten. Nicht schlecht, 4-0. Seine Lane gewonnen, auf die Top-Lane gegankt, die Bottom-Lane gegankt, den Carry gekillt, den Offlane gekillt, Spot gekillt, den Mitte gekillt. Ja, ich glaube, Wraith King fehlt noch. Für den Pack hat er das ganze Team einmal geholt. Und dann ist die Frage, wo er wieder von vorne anfängt. Aber ja, das ist genau das, was sie brauchen. Sie brauchen Snowball. Und dementsprechend muss halt auch der Pack fett werden. Wow, Stun trifft. Okay, das könnte ein Kill werden. Hier ganz schnell auf die Death Prophet. TPs kommen rein. Die Frage ist, wie viel kann die Visage tun? Nichts ist die Antwort. Clockwork ist auch da. Hook wird gefaked. Hook wird gefaked. Hook trifft. Und es ist auch ein Kill auf die Visage. Schön gemacht. Und hier zwei schnelle Kills bekommen. Die Visage ist halt auch rein TP'd und war halt, hätte nicht helfen können. Selbst, ja, selbst Wraith King Rotation hätte da Problem sein können. Das Problem ist halt auch, dass das Genuine hier den Kill gemacht hat, ohne viel Damage zu verlieren. Und die Möglichkeit der Visage wäre halt reinzukommen und mit Soul Assumption einen Return-Kill zu holen. War aber hier nicht drin und auch schön zu sehen, dass der Clockwork auf Level 8 schön rotiert. Jetzt wieder seine Lane holt, klar. Ein bisschen farmen. Aber halt die Rotation holt. Jetzt 5-Man-Action auf der Bottom-Lane mit einem Wraith King auf der Lane und ich glaube, die Saugemäge ist tot. Nope. Sag ich auch schon, nope. Du überlebst es nicht. Tja. Aber mit einer 5-Man-Rotation müssen sie auf jeden Fall einen Tau bekommen. Exorcism ist da. Allerdings, was? Witchcraft auf Level 1? Habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, damit können sie keinen Tower so wirklich pushen. Hat jetzt hier... Also es überrascht mich gerade sehr, den Bild von der Death Prophet, die hier komplett auf Cryptstorm geht. Und auch ein bisschen auf den Damage dafür. Klar, Silence ist gegen Pack super. Das Problem ist, der Cryptstorm ist halt auf der Lane relativ ineffizient. Und das Einzige, was du als Death Prophet dann bringst, ist ein Exorcism. Wenn du dann Witchcraft vernachlässigst, dann ist nicht mehr das Exorcism da. Weil das... Es ist eine 5-Man-Action mit einem Exorcism auf den Tower und es geht erst langsamer als in der Mitte. Drei Leute von Genuine. Mit einem Anti-Mage ohne Farm, einem Puck ohne Damage und einem Skywrath-Mage. Also das... Ist doch sehr überraschend. Und die 5-Man-Action hat unten wenig gebracht. 5 Heroes relativ, also haben den Tower bekommen, aber in der Mitte Genuine auch. Somit die Trades auf jeden Fall wesentlich besser für Genuine Dota. Hatte ich hier nicht mal... Ah. Irgendwie funktioniert mein F7 nicht. Kann es sein, dass ich hier einen... Hotkeys F7. Echo Spectator. F7 ist XP-Graph. F7 geht nicht. Wey, dafür verpassen wir nur einen Kill. Na gut. Pause if need. Ja, das ist eine Aussage, die meistens stimmt, denn wenn man braucht, hat man meistens eine Pause. Aber anscheinend auch, wenn sie eine Pause haben wollten. Achso, Lag. Pause für die Appen. Nevermind, nevermind, nevermind. Kriegen ja zwei schnelle Kills. 13:3. Und so langsam sieht es aus, als hätten Genuine dieses Tal überwunden. Mein F7 klappt leider immer noch nicht. Was schade ist. Aber der Networth zeigt schon eindeutig, wo es hingeht. Tower sind even und trotzdem eine knapp 7000.
1000 Gold-Lead für Genuine nach 11 Minuten. Das war hauptsächlich auf den Kills natürlich. Jetzt blinkt der auf Pack relativ schnell. Ja, Wolves 5 entering a world of pain. Es wird schwierig, da wieder zurückzukommen. Was sie halt machen müssen, ist nicht mehr gepickt zu werden. Und, weiß ich nicht, weiterhin Rotations machen und einfach even traden, um weiter vorauszukommen. Klar, Teammate wird immer fetter. Und Pack ist jetzt halt, Pack und Clockwork sind jetzt auf ihrem Hoch. Aber müssen halt jetzt unbedingt durchhalten. Early Game verloren, Mid Game wird sehr, sehr schwierig auszuhalten. Aber sie müssen halt unbedingt ins Late Game kommen. Haben hier einen Exorcism und. Ach du Scheiße. Okay, mit dem Multicast geht natürlich auch Clockwork rein. Counter Ravage. Death Prophet lebt immer noch. Fällt jetzt down. Haben aber einiges an Damage gemacht. Das Problem ist nur, Follow-up ist halt einfach keiner mehr da. Wraith King ist da. Call wird noch benutzt, damit er auf gar keinen Fall noch weiter vorne kommt. Und 4 Kills. Außer die Visage. Die Visage doch. 4 Kills für Genuine, die nichts verlieren, außer ihre Ultis. Und 4 Protect 1 funktioniert. Anti-Mage farmt im Jungle. Ist. Hat doch von der Tri-Line halt sehr, sehr wenig Farm bekommen. Ist noch nicht so weit auf seinem Battle Fury, aber hat hier kriegt allen Space der Welt, den er braucht. Und das, ja, das ist halt genau das, was halt schwierig dann wird, zurückzukommen hier. Ja, der Networth schlägt natürlich weiter nach oben. Alle T1 sind jetzt gefallen, wo es 5 müssen wesentlich defensiver spielen. Map Control ist auf der Seite von Genuine. Und mit Clockwork und Pack ist es halt so eine Sache, weil dann passiert sowas und ein easy Kill. Mit Aggressive Wards auf dem Hill und den richtigen Helden ist es halt eine relativ tödliche Area dort. Auch wenn es der eigene Jungle ist. Und der nächste Titan, der kommt hin. Hook in. Und easy Kill. Es ist halt schon relativ böse, dass sie so eine Zone haben. Andererseits, sie hätten mit dem Wraith King Kill schon sehen können, dass hier irgendwie Vision ist. Und dann hat der Titan da. War halt auch ein bisschen overextended hier. Overextended im Farm finden. In der Toplane hätten sie halt noch ein bisschen Space. Müssen halt irgendwie gucken, dass sie jetzt hier diesen Durchgang einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Wolves 5. Und dann könnten sie auf der Toplane wieder pullen. Farmen. Das wäre die Möglichkeit mit diesem Ward, aber er wird halt ziemlich schnell dewardet. Und dann ist es halt schwierig. Finden hier noch die Visage. Multicast passt natürlich sehr gut. Kriegen die Visage schon down, bevor irgendwas passiert. Ravage ist nicht vorhanden. Schöne Cox, die den Scarif Mage abhalten von weiterem. Und sie kriegen den Titan und wahrscheinlich auch den Wraith King, der sich umdreht für den Stun, aber direkt vom Multicast umgebracht wird. 22 zu 3 hier. Und das wird sehr, sehr schnell immer schlimmer für Wolves 5. Elite hat jetzt 12.000 Gold überschritten. Und so langsam gehen die Lichter am Ende des Tunnels aus, würde ich jetzt mal so sagen. Also wenn sie weiterhin... Ja, prinzipiell ist es halt, sie laufen in Gegenden rein, wo man damit rechnen könnte, dass durchaus dort, wenn Vision ist, ziemlich schnell Kills passieren. Und jetzt wird auch noch Gyrocopter gescout, der aber zum Glück ist kein Clockwork drumherum. Und auch Pack war sich da nicht sicher, ob er da rein muss. Und natürlich ist es ein Dagen-Game und oh, nicht mal das kriegen sie hin. Richtig schwierig. Es wäre eventuell ein Kill geworden, wenn er da Damage bekommen hätte, also wenn Gash darauf gelesen wäre, aber sowas nur im Grave Chill. Und konnte natürlich relativ einfach wegblinken. Bitter, bitter. Tegen Level 2. Kommt da. Und Ogres of Blood aus. Alleine hinter Enemy Lines mit einer DD-Rune. Aber, ja. He's fine. Genuine bereiten sich jetzt hier vor, den letzten T1 Tower zu holen, den ich fälschlicherweise eben schon für tot empfunden hatte. Battle Fury ist quasi fertig. So mit 16-17 Minuten Battle Fury. Nach dem Tower hier. Was? Oh. Okay, ja. Man hatte gehofft, dass er jetzt hier dass alle Leute unten sind. Man easy D-worten kann, aber es hätte nicht sein sollen.
Und somit bezahlt die Visage damit mit dem Leben. Aber auch komisch, dass der Clockwork da noch oben ist, aber es hat. Ja, hat gepasst. Der Helikopter versucht hier das zu farmen, aber wird halt immer wieder gescoutet. Und davon abgehalten, das zu tun. Jetzt könnten wir ihn gleich sehen. Die Ultis sind alle vorhanden, außer Hook. Aber Clockwork ist sowieso nicht irgendwo da. Engine Stack wird von Genuine jetzt gemacht. Können wir es pfeifen, nur zugucken. Und hat auch sogar noch einen Disengage von Genuine, die hier in Ravage und Exorcism und Calldown eigentlich in dieser Area nicht fighten wollen. Gute Entscheidung. Aber eventuell können sie es sogar doch einfach nur, weil sie so weit voraus sind. Also, ab in die Mitte erstmal. Der 1 Tower lassen wir fallen. Jetzt wird der Wrath King angegaut, hat aber Reincarnation. Und ein Follow-up. Wollen sie doch nicht. Vielleicht eher die Top-Lane. Generally sind sich gerade nicht sicher. Sind sich halt nur gerade sicher, dass sie eigentlich machen können, was sie wollen. Das stimmt. Aber vielleicht sollten sie hier doch versuchen, langsam Tower zu holen. Ultimate hat das Battle Fury. Im Prinzip sind sie noch nicht auf dem Timer, weil Anti-Mage ab jetzt dann nur noch fetter wird und sie können sich eigentlich Zeit lassen. High Ground wird wahrscheinlich erst mit einem Anti-Mage möglich sein, der halt noch 5 bis 10 Minuten braucht. Daher haben sie hier 5 bis 10 Minuten, um die Tower noch zu clearen und Rohstand für Anti-Mage auf den Präsentierteller zu liefern. Aber es ist natürlich für SEA, es ist halt die Zeit, die sie brauchen, also für Wolves 5 ist die Zeit, die sie brauchen, um wieder online zu kommen. Und wenn solche Pickoffs wie den Ogre Magi, den sie hier nicht mehr bekommen. Ah, das ist bitter. Ogre Magi ist da schneller. Mana Boots gegen Brown Boots. Und kommt da weg. Da dachte ich schon, okay, wenn das ganze Team unterwegs ist. Pack kriegt hier die eine Reincarnation von Wraith King down. Mit einem Ding 2 ist natürlich einfach. Aber Space Created für Bottom Lane. Den Anti-Mage Tegen 3. Für den Anti-Mage, der halt hier auch einfach hier rauskommt. Hat noch keinen Dagger. Kann den Stun dodgen und natürlich schöne Cox hier Schlimmeres verhindern. Ravage wird hier geblown für. Okay, 2 trifft noch. Soul Assumption hittet auch. Die Frage ist halt, ob sie irgendwas bringen. Schöner Hook rein. Und Pack geht natürlich wieder rein raus. Godlike Spree, beide Double Kill, 4 Kills. Und man zeigt, wie futile doch das irgendwie ist, gerade was sie hier machen. Jetzt wird gedived, 10, 12 Sekunden für Dagen. Rocket ist da. Sollte aber relativ easy gedodged werden, von daher. Calldown. Oh, und einfach weggeblinkt. Super gemacht. Puck kriegt auch noch den Gyrocopter. Beyond Godlike. Kein Ultra Kill, aber. Ja, kein Triple Kill wäre das gewesen. Aber Dagen 4. Smoke gekauft für das Team. Und ich weiß nicht, ich habe die ziemliche Befürchtung, dass hier noch ein einziger Fight drin ist für Wolves 5, bevor sie das Game hier schmeißen müssen. Denn das ist einfach zu weit und nein. Fight ist nicht mehr drin. June sagt, nope, lass es das nächste Game machen. Gute Entscheidung. Und damit gehen wir in Game 2. Was natürlich super ist für Anti-Mage, denn ja, was hat Anti-Mage bisher gemacht? Nichts. Er hat nur gefightet. Er hat überhaupt einen Kill nicht bekommen. Es wurde am Anfang ein bisschen um ihn gefightet, aber danach war halt, ja, es war, würde ich mal so sagen, ein relativ langweiliges Spiel für den Anti-Mage hier. So, 007. War immerhin 7 Kills beteiligt am Anfang auf der Twilight, aber ansonsten, ja, AFK, Jungle gegen Bots fighten. Langweiliges Spiel für ihn, aber mal schauen, ob er nächstes Game einen Carry bekommt, der mehr Impact hat und Fanning, der auch mehr Impact haben muss und wo nicht Clockwork und Pack das Spiel alleine gewinnen werden. Gut, wir gehen in Spiel 2 von Genuine Dota vs. Wolves 5.